Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir spielen die PvE-Operation Prometheus mit dem T90A. Ja, das ist unser Plan für heute und ich hoffe, wir können ihn erfolgreich umsetzen. Noch wissen wir es nicht, aber ich denke mal, wir haben es ja letztens auch ganz gut hingekriegt und... Nee, warte mal, das war die, die gescheitert ist, ne? Stimmt, die haben wir das letzte Mal verloren. Wenn ich mich recht erinnere, das war doch, wo die beiden, diese beiden TDs so schnell kaputt waren, ne? Stimmt, stimmt. Nee, war das? Nein. Oder? Verdammt. Nee, das war Erebos. Ah. Ich bin, naja, maximal verwirrt. Egal. Ich habe einen treuen Zuschauer, der mich jetzt mehrfach darauf hingewiesen hat, dass der Arete nicht französisch, sondern italienisch sein soll. Das möchte ich hiermit klarstellen. Ich wusste das nicht, keine Ahnung. Ich habe aber bis jetzt hier vorproduziert und konnte es also quasi nicht früher wissen. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich habe das Ding noch 2-3 Mal gefahren und habe mir immer noch Franzosen genannt. Von daher, ich bitte das zu entschuldigen. Na, das war ja grandios auf die dickste Stelle geschossen. Das soll man tun. Upsi. So, dann geht's halt jetzt schön in die Seite. 99-10. 99-10 sind eigentlich auch ganz gut. Eieiei, da können wir auch gut reinwirken. Gut. Dann hauen wir den erstmal raus. Ist der... Oh, ein Warrior kommt da an. Das ist ein Fall. Na, haben wir nochmal eine gefressen hier. Ja, komm. Uiuiui. So, der ist down, das ist schön. So, der hat keinen Motor mehr, der ist tot. So, da haben wir noch einen Leopard. Und nicht am 8 hier, direkt voraus. Ja, natürlich. Achso, na gut, okay, da hat er es zeitlich gesegnet. So, mein Leo. Wie sieht's aus, so untere Wanne? Wie gefällt's dir da? So, da haben wir noch Schaden durch Spähen wieder gekriegt, das ist schon mal gut. So, Leo, stell dich mal ab. Das gibt wieder Secondary Damage quasi. Und gute Nacht. Sehr schön. So, hier im hohen Laub stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Ach, guck mal, da ist noch was. Da kommt noch ein Ramka um die Ecke. Geben wir mal gleich mal eine. Da hängen jetzt so ein bisschen die dickste Stelle, die wir haben. So. Ich habe eigentlich so eine Aufgabe, ich soll höherklassige Gegner töten, aber naja gut. Sehen wir gerade nicht. Mag daran liegen, dass ich hier mit dem Siemer, dass wir mit dem Siemer zusammengekommen sind. So, nächste Zone verteidigen, also auf ihn mit Gebrüll. Schnell hier einen Berg hoch und dann. Ich glaube, er macht da gerade die. Der XM8 macht die Nebenmission. Irgendwelche Helikopter abschießen oder was das hier ist, glaube ich. Und ich bin eine Etage zu weit vorne hochgefahren, glaube ich. Ja. Ja. Na gut, dann fahren wir halt nochmal runter. Um dann wieder hochzufahren. Aber wir haben den Schwung vom Runterfahren gekriegt. Das ist aber auch schön. Hoppala. Aufgesetzter Panzer, habt ihr das gehört? So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, der hat mir gleich mal die Gun rausgeschossen. Im ersten Hieb. So, achso, ja, jetzt hätte ich den BMP draus, aber egal, gut. Ach Mensch, fahr mir doch nicht. Boss, boah. Will denn das Challenger? Macht denn sowas Spaß? So. Dann machen wir mal ein bisschen verteidigen hier. Oha. Kaputt. Egal, ist kaputt. So, das ist ein Neuner, den muss ich unbedingt kriegen, weil da habe ich ja einen Aufbau. Ach, Menno. Ich habe voll auf die Nase gekriegt. Ja, ist ja gut. Nee, jetzt muss ich hier weg. Das ist mir zu viel von hinten. Oh Gott, da ist ja noch mehr von hinten.
mache ich denn hier? Hoppala. Steigt mich auch noch. Aber warte, ich drehe. Jetzt kannst du auf mich schießen. So. Dann ziehen wir uns mal leicht zurück hier. Damit wir sie nicht im Heck haben. Das ist ja Gott, dass die Module schon wieder bei mir kaputt sind. So, geparkt, Motor aus, Kette runter. Uiuiuiuiui. Da hattet ihr ja mittelschweren Stress aus. Oh, hinter uns fährt noch ein Terminator rum. So, den haben wir auch. So, dann geht's weiter. Da hinten kommt einer quer geschossen. Kaputt geschossen. So muss es laufen. XM8, komm doch mal richtig rüber da hinten. Ah, Mann, dann holst du da nochmal Schaden weg. Total sinnloserweise. So. Gut, der hat es auch nicht mehr weit gebracht. Dann müssen wir ja jetzt hier hinten nur noch den Rest freischießen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das Ding hier mit Thompson gespielt. Kann das sein? Bin ich ganz sicher, da haben wir noch ein bisschen auf den Sack gekriegt hier, ne? Ja, soll man schneller machen, ne? Also warum soll das jetzt so ein... Wir haben doch den AMX da, der ist doch relativ fix auf der Achse. So. Da könnten wir schon mal Schaden mit reingeben. So, Bradley, die geben wir noch einen mit. Da haben wir noch einen Abrams, einen T9er. Oh, schön. Bisschen zu früh gedrückt auf dem Auslöser, da hat er bloß geklickt, die Waffe. Au! Oh, hier, tut mir doch nicht so weh. So. Die XM8 erstklassig, die muss ich noch rausschießen, das ist ein 9er wieder. Da muss ich den drauf. Aua! Muss ich aber doch ganz schön weh, ne? Wir müssen da mal ein bisschen Leben wieder reinholen. Das gibt's doch nicht. Diese Ramka-Dinger, die sind echt hässlich, ey. Also die gehen mir auch mal auf die Kette und die gehen mir jedes Mal auf die Kette. Alter. 5. Das ist ja echt hässlich, die Dinger. So viel Schaden, wie der mir wieder reingewirkt hat hier, ne? Ich hab. Wieso hab ich denn schon wieder die. Ja, nö, ist klar, lass. Da, oh, schon wieder steckt der Turm fest. Jedes Mal schießt er mir den Turm dicht, ey. Mann! Also, diese Ramka-Dinger, die hasse ich wie die Pest. Naja, gut, sind halt die Counter zu den Main Battle Tanks, ne? Das sind halt, die sollen halt einfach nerven. Aber wir haben es geschafft. Wenn wir auch ein bisschen Coward jetzt uns zurückgezogen haben und uns einfach zu sehr geärgert haben über diese blöden Mistdinger. Entschuldigung. Ich ärgere mich dann mal drüber, wenn ich dann immer sinnlos Schaden kriege. Das macht ja keinen Sinn und ich dann hier wenn die richtige Taste nicht triffe zum Reparieren und mach doch mal hin. Gut, aber wir waren gar nicht so schlecht. 20.000 EPs gekriegt, 152.000 an Geld. Den Booster, den Teamwork, weil alle überlebt haben, zum Glück. Die Zielerfassung und den Schützen. Aber wir mussten leider Gottes wieder die Reparatur nehmen. Also wirklich die Komplettreparatur unseres Panzers. Ganz gut gespielt haben wir eigentlich, auch wenn er ein bisschen viel geflucht hat. Ich entschuldige mich dafür schon mal. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich wieder eine Runde gefahren bin. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich anschließend noch eine mache. Leider waren wir wieder alleine. Ich hoffe, dass ich das, oder dass das in der nächsten Woche besser wird. Beziehungsweise, ja, bei den nächsten Aufnahmen. Bis dann. Tschüss.